Venedig anzugreifen, aber... Hab zwar kein Kriegsziel, oder warte mal, kann ich noch eins schnell machen? Warte mal, mit wem ist Österreich verbündet? Trier, warte mal, wo ist denn Trier hier? Ach, da unten. Komm ich nicht ran. Aragorn. Warte mal, haben die eine andere Religion? Ja. Warte mal, mit wem ist denn Böhmen verbündet? Moment, kannst Bayern. Du... Okay. Also die Osmanen wollen bei allen mitmachen. Okay. Ist denen einfach scheißegal, Hauptsache Krieg. Ach so, Böhmen. Stimmt, Böhmen hat ja da unten noch Provinzen auf dem Balkan, die die Osmanen haben wollen. Ja, Tatsache. Also was willst du jetzt tun? Ich verstehe nicht. Dann greifen wir Böhmen an. Da habe ich einen Kriegsgrund, weil es ein Rivale ist. Okay, da habe ich einen Vasallen, der Ansprüche hatte. Dann hört's doch schon auf. Bloß, ich kann keine... Kann ich Provinzen da nehmen? Ja, ne? Weiß ich nicht, was willst du machen? Rivale erniedrigen, aber du kannst einen Separatfrieden machen und Provinzen nehmen. Ja, Rivale erniedrigen geht das, glaube ich, nicht. Aber du könntest einen Separatfrieden machen. Dann. Weiß ich nicht, ob das geht. Ob das dann für mich nicht auch deaktiviert ist. Ach, warte kurz, ich mach schnell mit einem Spion hier. Kriegsgrund. Geht ja relativ schnell, weil ich ja so einen Bonus habe, was ein Rivale ist. Warte, ich mach schnell einen Kriegsgrund, wegen dass ich Provinzen erobern kann. Warte mal, oder Polen angreifen? Wer würde denn damit machen? Hm. Nichts, was für dich interessant wäre, oder? Großbritannien würde mitmachen. Das wäre für mich interessant. Ich überlege, Venedig anzugreifen. Aber da hast du nichts von. Also wenn ich gleich kann und ich vielleicht schnell genug bin, kann ich Venedig angreifen. Warte mal, Braunschweig. Da habe ich einen Kriegsgrund. Da würde Böhmen mitmachen. Berg, Würzburg und Nürnberg. Würde das dir was nutzen? Nee, ne? Nee, da muss Österreich bei sein. Oder ja, warte mal, doch Österreich. Krieg alleine da oben gegen was jetzt so? Braunschweig mit Böhmen und mit Osmanen gegen Böhmen? Nee, ich mache jetzt gerade einen Kriegsgrund gegen Böhmen, damit du was davon hast, weil dann würde nämlich. Ja, aber ich habe ja auch nichts dabei. Also gut, ich kann meinem Vasallen ein paar Provinzen geben. Aber ich könnte dann Provinzen vom Böhmen nehmen und dann hätte ich Zugang zu Österreich und dann könnte ich direkt danach Österreich angreifen. Hm, gucken wir mal. Weil du kannst ja jetzt keinen Krieg erklären, weil du ja in einer ziemlich dicken Koalition dran bist, ne? Nee, du kannst da jetzt nichts machen. Kannst du mich überhaupt reinrufen, wenn du gleich gegen Böhmen ziehst? Ja. Weil Braunschweig ist ja auch eine Koalition gegen mich. Aber wir würden dadurch die Koalition sprengen, wenn wir den Krieg gewinnen. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit. Da die Koalition durch separate Waffenstillstände kaputt zu machen. Hm. Und ich sag mal so, mit den Osmanen gewinnen wir das Ding. Ja, sicher jetzt schon. Polen. Weil erstmal gegen Polen wäre auch interessant. Ja gut, der Vino muss man eh abziehen. Wien würde damit. So, Böhmen.
Böhmen, Böhmen, Böhmen. Wie viel brauche ich noch? Boah, das ist teuer. Ich habe wieder keine Diplomaten. Was ist das? Kirchenstaat, wem sind die denn verbündet? Provence, Köln, Savoy. Braunschweig. Ah, ich habe einen Weg gefunden, Micha. Warte mal kurz Pause. Ja, ich muss mal hier einen Krieg führen. Oh, es meckert selber im Krieg hier. Ihr habt doch gesagt, dass ich dann erstmal. Du hast ja gesagt, Polen. Entscheide dich auch mal, wenn du angreifen willst. Immer diese Kriegstreiber, ey, ekelhaft. Ja, außerdem, wenn ich jetzt Venedig nicht angegriffen hätte, dann hätten sie eine Koalition gegen mich angeschlossen, da bin ich mir sicher. Außerdem, das sind nur so ein paar Provinzen. Das Problem ist nur die ganzen Schiffe, die wir haben. Außerdem suchst du doch eh noch nach einem Weg. Ich hab jetzt einen Weg gefunden. Das glaubst du auch nicht. Was kann ich denn hier noch? Ich habe ja fast alle Missionen hier durch, ey. Ist ja nicht mehr viel. Markets of Bringen. Ja gut, da müsste ich Großbritannien ziemlich kaputt machen, dass ich stärkste Handelsmacht werde in der Nordsee. Gut, die hassen mich eh alle. Also. Ja. Einfach warten, bis das mal alleine ist. Das ist richtig. Auch witzig, ne? Wenn ich Honky Tonk angreifen würde, würde Österreich als Verteidiger reingehen. Obwohl die Koalition sind eigentlich. Die Provinz hat 250 gerade gekostet. Alter. Was? Was sind das für eine Provinz gewesen? Ja, eine einzelne Entwicklung 35. Okay, ein bisschen teuer, wa? Oh. So, Venedig. Ich könnte Venedig. Ich müsste nur an ihren Schiffen vorbei, aber... Sag mal, kann man Schiffe vermieten? Ich glaube nicht. Warte mal. Ich habe nur zwei Kampfschiffe, der Rest sind Transportdinger. Weil ich habe eine ziemlich große, starke Flotte. Mit großen Kampfschiffen. Warte mal, 30 Stück. Kann ich dich reinrufen? Warte mal, versuch mal. Ruf zu den Waffen. Ja, mach mal. Dann schicke ich meine Schiffe runter. Ich habe eine ziemlich große Flotte. Warte mal. Warte, muss ich aber vorher was machen. Die haben hier, was haben wir da so? Ein ganz großes? Nee, das ist doch ein ganz großes. 5 so galierend und 5 so leichte. Ja, das ist. Es existiert noch die Flotte, aber. Ich hatte lange Zeit kein Wasser zu bauen, das merkt man einfach. Oh, die Osmanen haben dich als Rivalen, was ist denn da los? Und immer gut. Ich sehe, das wird auch zu keinem Problem führen. Ja, also. Zerschlagen wir Venedig endlich mal, ne? Hoffentlich, vielleicht. Scheiß wenig Dinger, genau so auf dem Sachsen, glaube ich. Hast du angenommen, die Besatzungsdinger? Also. Wegen, dass ich da die Schiffe reparieren kann. Ja, ja.
brauche mehr Kanonen. Ich habe schon 20.000. Oh, das ist schon maximale Bonus aktuell. Okay. Ich krieg schon den maximalen Belagerungsbonus, genau. Ach, Frankfurt ist wieder vierte Festung mit Hauptstadt, naja, natürlich. Oh, Flotte ist gleich da. Ah, die Geschwindigkeit. Man sollte da so mal so ein paar andere Tunnels bauen können. Wasserwege, so von Lübeck einfach eine gerade Linie runter. Und Sklaven. Du hast, was Stalin gemacht hat mit diesem Weißmeerkanal oder was das war, was vollkommen sinnlos war. Was? Leute haben sinnlose Kanäle gemacht, ey. Fand ich wohl unwahrscheinlich. So, meine Truppenarmee ist da, die Flotte. Ja, schön, dann geh mal zu Venedig. Ja, mach ich ja gerade, die ist ja gerade unterwegs. Ja, dann ist er aber noch nicht da. Was erzählst du mir? Oh, guck mal, die hauen selber schon auf, hast du gesehen? Ja, weil du schon so viel größer bist. Lass die mal da stehen. Wird ja repariert, weil ich ja Zugang bei ihr habe. Was? Großbritannien, warum hörst du auf? Bloß weil du alles weißt, heißt das nicht, dass du einen Wissenstausch beenden kannst. Granadische Kolumbien? Was? Was? Wie, wo, was? Hab ich jetzt gerade bei Wissenstausch gelesen, was? Ja, doch, gibt's wirklich, tatsächlich. Was zum Fick? Okay. Was, schon wieder Wahlen? Na gut. Ja, sind ständig, ne? Was soll denn das? Na gut. So, ich drücke nach Frankfurt raus. Legion, die hatten schon irgend so eine nicht-katholische Legion, dann passt das. Und in Venedig steht natürlich keine Feste. Warum hat Granada da Ansprüche auf Teile von Portugal, Brasilien? Ist das irgendeine Mission? Wie schlimm wäre denn das Bündnis, wenn ich jetzt mir ganz wenig nehme? Was? Osmanen haben 7000 Schulden? Was? Ja, haben sie. Wow, die beiden Provinzen von Venedig kosten jeweils 223 Punkte zu kämpfen. 38 und 37 Entwickler. Oh, da klingt Schnäpperchen. So günstig, was hast du denn? Mhm. Sehe da kein Problem. Ich habe keine Provinz, die unter 20 Entwicklung hat. Jetzt langsam muss ich ein bisschen stoppen mit der aggressiven Expansion. Frankreich hat schon 45. Ja, solltest du aufpassen, weil Frankreich würde dich alleine aufwischen.
Ja, ich bin halt nur vierte Großmacht. Bald überholt mich Großbritannien wieder, wenn er das Zeug fördert oder sowas. Das geht so nicht. Frage halt Schweiz, das machen die Wahlen bestimmt. Geil. Ja, weil ich es nicht gefördert habe, sonst wäre ich ja viel höher. Ja, man muss nicht alles fördern. Hast schon recht. Ich kann mir das halt nicht leisten. Mal dieser armen Schlucker. Kann man nicht irgendwie Darlehen oder so vergeben? Glaube Darlehen nicht. Darlehen anbieten. Ja, doch. Ja, das ist ein Multiplayer. Hilf ihn oder pleite treiben. Ich weiß nicht so. Bezahle Schulden mit Schulden. Ja. Embargo durch Frankreich. Ich gebe dafür mal einen kleinen Kredit. Oh. Das sind also das Maximum Geld. Okay. Junge. Hat man sich jetzt gegen uns angeschlossen, ach wie ungünstig. ...3600 Monate ist die Maximaldauer für Kredite, okay. Scheiße. Bar hat sich eine Koalition gegen mich angeschaut. Da hat er viel hier an. Willst du einen Kredit haben? Nimm ihn doch an. Oh, er hat abgelehnt. Weiß ich nicht. 100%. Jetzt genau. Am X unterhält sie mit den Bots. Geil. Ich habe Bots und einen Zuschauer, der sich mit Bots unterhält. Wie sieht denn die Koalition gegen dich aus? Sagen wir das Heilige Römische Reich so ungefähr. Abzüglich meiner Meinung. Die Koalition könnte man sprengen. Wenn ich Hamburg angreife, macht Österreich mit. Und der Kirchenstaat. Und Savoy. Und wenn ich dazu kriege, die Osmanen reinzurufen und eventuell sogar Frankreich. So. Ich will Rom. Boah, das wäre schon geil. Dann könnte man das Heilige Römische Reich regelrecht kaputt machen. Oh, ich bin ja schon wieder Großmacht, gar nicht mitbekommen. Wie kannst du mit so viel... Du müsstest doch größer sein als ich. Okay, ja, ich habe da oben so ein bisschen Trash-Provinzen noch da. Ich habe hier nur so die Zahl 2000... irgendwas. Genau, Frankreich, warum haben die so viele Ruinen? Ey, die haben nur. Weil es Frankreich ist, die KI ist doch so, weißt du, die KI. Das ist ja genauso Kastilien, ey. Wie können die dieses Kolonialrecht zusammenhalten, ey? Können die das? Haben die überhaupt eins? Ja, natürlich gerade klein. Kastilien, Kolumbien, Peru und Kastilien. Kann ich noch irgendwelche Gebäude bauen? Also kann ich schon, aber...